Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne. Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion fängt mit einer Falschbehauptung an, denn Sie behaupten, dass Sie die Interessen Brandenburgs verteidigen, aber seit Jahren eben auch anders handeln. Und das sehen mit Sicherheit auch viele Unternehmen so hier im Land, wenn wir uns mal den Bogen spannen zwischen den Corona-Maßnahmen, die Sie ja auch verabschiedet haben, und der sozial-ökologischen Transformation, die noch vor uns steht und schon im Laufen ist. Sie sind es doch, die die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass wir eben heute nicht mehr von Sicherheit und Stabilität in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes reden können. All dies im engen Schulterschluss mit Ihren Koalitionspartnern, hier mal die grünen Transformationsfanatiker, die Genderfetischisten und auch die Kriegsverharmloser. Heute wissen wir, es sind auch Kriegstreiber. Wenn wir die Taurus-Debatte sehen, ist das auch ein wichtiger Punkt. Und da brauchen wir es auch nicht wundern, wenn die Wirtschaft den Bach untergeht. Die einzige Wirtschaft, die davon profitiert, ist die Rüstungsindustrie. Rheinmetall macht es vor, gucken sich die Aktien an. Und ob das Ihr Interesse ist, glaube ich auch nicht. Alles Weitere im Schulterschluss auch mit einer entkernten CDU, die tatsächlich ziel- und wertelos den wirtschaftlichen Kompass im Land völlig verloren hat. Und das ist auch klar, da reicht es nicht aus, Herr Redmann, wenn Sie plötzlich von einem Transformationsmärchen reden, hier im Vorwahlkampf. Das nehmen Ihnen die Unternehmen nämlich nicht ab. Die SPD benennt unter anderem im Antrag als Grund den Russland-Ukraine-Konflikt. Nur mal vielleicht als kleine Erinnerung, als kleiner Reminder zum Thema Stabilität. War es nicht auch die SPD, Ihre SPD-Genossen in der Bundesregierung, die die sehr preiswerte Gas- und Erdölversorgung aus Russland stoppten? War es nicht der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke selbst, der zum Embargo eines der wichtigsten Versorgungsinfrastrukturen, nämlich den der PCK-Schwedwerke, lediglich sagte, ich zitiere, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, für die kommenden zwei Jahre die Beschäftigung am Standort zu sichern? War es nicht der Wirtschaftsminister Jörg Steinmach, der nach dem kürzlichen Gerangel um die Verlängerung der Treuhandregelung sagte, Zitat, dass er sich freue, dass die russische Seite von Entschädigungszahlungen erstmal absehe? Ich sage Ihnen, so sieht doch keine Wirtschaftspolitik aus, keine vernünftige. Dazu kommt noch, ja, telefonieren Sie ruhig weiter, sieht man auch mal das Interesse hier an den Themen, die wir haben zur aktuellen Stunde. Das ist hier mal ein Musterbeispiel. Und ich sage Ihnen, diese Landesregierung ist nicht die Lösung, sondern das Problem der wirtschaftlichen Entwicklung im Lande. Alarmierend ist allerdings auch die Entwicklung von beantragten Insolvenzen in Brandenburg, die Sie ja hier so versucht haben, auch wegzudeckeln. Sie führen immer Tesla an. Ich sage Ihnen mal, laut einer dpa-Äußerung eines Berichtes vom 14.03., also wirklich frisch gedruckt, der Toner ist noch nicht getrocknet, heißt es, allein im dritten Quartal des Vorjahres stieg in Brandenburg die Zahl der beantragten Firmeninsolvenzen im gleichen Zeitraum um mehr als ein Drittel auf 112. Kann sich jeder mal ausrechnen im Dreisatz und dann wissen wir auch, wo wir stehen. Sie kennen alle die Namen der Firmen, die entweder sich ins Ausland absetzen, die Betriebsteile schließen oder die schlichtweg zahlungsunfähig sind oder noch werden. Völlig Bei einem Beundruck dieser Entwicklung setzen Sie planmäßig auf eine Wasserstoffstrategie, die weder die entstehenden Milliarden an Kosten mal konkret beziffert, noch effektive Speicherkapazitäten aufweist oder eine realistische Transportlogistik nachweist. Wie oft haben wir im Ausschuss das thematisiert und genau zu den konkreten Fragen keine Antworten bekommen? Ich glaube, Sie spielen auf Zeit und die Zeit haben wir einfach nicht. Auch schaden Sie unserem Brandenburger Unternehmen mit dem kürzlich im Bundeskabinett beschlossenen Klimaplan. Weitere 103 bürokratische Maßnahmen kommen hier on top zu Emissionsnachweisen, Treibhausgasverminderung und den von Ihnen geplanten ökologischen Umbau. Und das ist offensichtlich das Credo Ihrer Wirtschaftspolitik. Mein Fazit, Sie setzen weiterhin auf eine Ideologie der Null-Emissionspolitik, die weder wissenschaftlich hinreichend begründet noch kostenseitig für die nächsten Jahrzehnte darstellbar ist. Und ich sage Ihnen, Ihre Politik führt zu mehr Abwanderung und Insolvenzen und damit auch zu Wohlstandsverlusten in Brandenburg. Und das werden wir als AfD verhindern, zumindest in der nächsten Legislatur, wenn wir die Entscheidungsbefugnisse haben, auch dementsprechend Gesetze zu ändern. Übrigens,
Im Übrigen, die Angriffe auf kritische Infrastrukturen sind auch ein Ergebnis Ihrer falschen Innen- und Sicherheitspolitik, Herr Stübgen. Denn wer Linksextremisten hofiert und finanziert, der sollte dann auch dafür die Verantwortung übernehmen. Sie sagen im Antrag, ich zitiere, dass es klar sein muss, dass der Staat Anschläge auf seine kritische Infrastruktur konsequent verfolgt und hart durchgreift. Ich sage Ihnen, dann fangen Sie doch erst mal an, mit Nord Stream 2 den Anschlag aufzuklären. Erkundigen Sie sich doch mal bei Ihrem Parteifreund Olaf Scholz nach dem Stand der Dinge. Vielleicht kann Ihnen Herr Scholz auch mal so ein paar Tipps geben zum Thema Tesla, wie man Tesla schützt. Das Einzige, was Sie tun, ist ein Dauerbekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren abzugeben. Zusätzlich wollen Sie in Ihrem Antrag noch die Unternehmen in die Pflicht nehmen und fordern eine transparente Kommunikation der Arbeitgeber in die Gesellschaft. Da muss ich Sie mal fragen, Herr Minister Steinbach, ich würde mich mal freuen, wenn Sie aufklären könnten, was Sie mit dieser neuen Kommunikationspflicht denn überhaupt meinen. Wollen Sie wieder ein neues Bürokratiemonster schaffen? Aber vielleicht kommen Sie noch zu Wort. Heute jedenfalls habe ich Sie noch nicht gehört. Was auch schade ist, als Wirtschaftsminister hätten Sie auch mal Rede und Antwort stehen können und sollen. Ich kann nur empfehlen, stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu. Erstens entziehen Sie den Linksextremisten erstmal das Geld, dann schaffen Sie auch mehr Sicherheit in der Infrastruktur, die wir haben. Zweitens beenden Sie den Bürokratiestaat. Drittens schaffen Sie endlich eine Sonderwirtschaftszone für die Lausitz, wie wir es fordern. Und viertens sorgen Sie dafür, dass die preiswerte Gas- und Erdölversorgung aus Russland endlich wieder möglich wird. Dazu gehören nämlich Friedensverhandlungen. Und wenn Sie weiter Waffen liefern, wird sich Russland nicht an den Tisch setzen, den Verhandlungstisch. Das wäre ja immer die Voraussetzung. Und Punkt 5, der letzte, setzen Sie doch endlich auf Kernenergie. Setzen Sie auf moderne Kernkraftwerke, setzen Sie auf CO2-freie Energieversorgung. Im Übrigen, Ihren Antrag lehnen wir ab und dies in allen Teilen. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.